Ja, das zweite kurze Video am 30.06.2023. Bhakti wurde wegen Volksverhetzung kürzlich freigesprochen. Wer hätte gedacht, dass ein studierter Epidemiologe und sonstiger Fachmann mit mehrfachem Doktor- und Professortitel und ausländischen Wurzeln, ich glaube, der Mann ist gebürtig Thailänder, nicht unbedingt rassistisch und volksverhetzend sein könnte. Einen weiteren Freispruch gab es für den Florian Machel, seines Zeichens Journalist und Redakteur von Report 24. Ja, der wurde ja vom Alexander van der Bellen angezeigt wegen vermeintlicher Ehrenbeleidigung, sprich übler Nachrede, also sozusagen Majestätsbeleidigung. Auch das ist im Sinne der Pressefreiheit glücklicherweise mal in der ersten Instanz so weit zu einem Freispruch gekommen. Ich vermute mal, man wird trotzdem weiter gegen sogenannte Corona-Kritiker schießen, weil die Berichterstattung rund um den Prozess beim Florian Machel in Linz hat ja quasi einmal mehr einen Sturm aufs Gerichtsgebäude nach sich gezogen. Man kann sich das alles anschauen beim Thomas Breit und dergleichen. Ich will wieder nicht zu viel reden, weil das überfordert ja bekanntlich den Österreicher. Hier sind wir jetzt, ich mach's kurz, beim Maximarkt. Und da werden wir jetzt, wo in einem Monat offiziell Corona dann in Österreich endet, nämlich mit 30.06., einen kleinen Shopping-Trip machen. Das heißt, der Roman wird hier einlösen, ein Rubbellos, das er bekommen hat, bei dem er ganze 2 Euro gewonnen hat. Damit wird er seine Haftstrafe eventuell dann doch nicht absitzen müssen, sondern kann eine Villa kaufen, eine Motorjacht und mit dem restlichen Geld die Haftstrafe bezahlen. Ich werde, weil ich so tolle Prozentmarkerl bekommen habe, hier einen kleinen Einkauf tätigen. Unter anderem eine Cray-Kartonage Red Bull. Ich darf nämlich, nachdem ich letzthin unbezahlt für mehrere Stunden bei Gericht gesessen bin am Donnerstag, erneut wegen meines Betätigungsfeldes, wo man so tolle Nachzahlungen bekommt und so unglaublich tolle Abfertigungen, da wieder antanzen. Das heißt, ich werde wieder latent meinen Schlafmangel haben. Und damit sind wir jetzt für heute raus. Und für alle, die sich wundern, dass ich immer noch oder schon wieder so ein komisch nervöses Hemd anhabe, wie am vorletzten Sonntag. Ja, meistens renne ich in Dienstkleidung rum. Und für Beware Fashion ist es, auch wenn diese Info meine Seher wieder total überfordert und ich viel zu selbstverliebt rede, trotzdem kurz erwähnt, zu warm. Ja, auch heute regnet es zur Abwechslung echt mal nicht. Wir werden alle verbrennen. Und nachdem Beware Fashion sowieso quasi von den wenigsten verstanden, geschweige denn gekauft wurde, kann ich einmal lässig den Temperaturen entsprechend im Hawaii-Hemd unterwegs sein. Damit gehen wir jetzt in den Maximarkt und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ich hoffe, das Video hat nicht lang gedauert. Ja, die Staatsanwaltschaft mit Karo gehen beim Bhakti, gell? Ja, sollte gesagt, man noch erwähnen. Ich gehe auch davon aus, dass beim Florian Machel eventuell noch irgendwas folgen wird. Mhm. Weil man hat ja eben gesehen, und deswegen habe ich es eigentlich überhaupt erwähnt, aber jetzt muss ich das wieder so lange ausführen. Nein, mach nur. Na, wie gesagt, du bist ja auch als Medienkanalbetreiber verfolgt, gestrikt und sonst was worden. Wir werden da demnächst vielleicht einmal ein kurzes Medien-Special für Österreich machen, so knackig auf 10 Minuten. Und ja, jetzt gehen wir mal einkaufen. Ne? Gute Jagd! Der Ort der nächsten Rübe steht nur jetzt. So, wo ist denn da der 130 Millionen Superbot? Ist das aktuell? Nein, das ist am Freitag. Sehr schön. Dann spüren wir doch einmal um die 130 Millionen. So, und der gut aussehende Herr hinter mir wird sie nicht so schön reich machen wie ich das letzte Mal. Der hat nämlich nicht ganz so viel gewonnen, aber der hat trotzdem was für sie. Was ist für das jetzt? Ich würde sagen, wir tauschen die Schatztruhe gegen ein neues ein. Ja. Oh, der Mann ist aber heute. Man muss auch Österreich finanzieren und am Laufen halten. Da haben wir zwei. Und
So, dann schauen wir doch mal ganz kurz. Danke. Schau, haben wir ganz viel rund ums Automobil. Und das ist jetzt irgendwie alles nur so schön mit Verbrennermotor. Finde ich toll. Finde ich richtig, richtig, richtig toll. Aber was ich suche, haben wir irgendwie nicht. So geht es wahrscheinlich um die Nostalgie. Genau. Nostalgie ist super, aber irgendwie. Aha, wie. Da muss man ja bitterbös weinen. Die US Army Rangers. Ja, die klopfen auch vor unserer Tür mal. Werden wir noch erleben. So, da sind wir bei den bösen USK-Fahrern. Termine für USK-Meetings, das mit dem GTI ist ja vorbei. Da haben wir dann die Termine in Österreich. Da ist am 3.6. die 4. Classic USK-Meeting in 5020 Salzburg. Ich glaube, da werde ich vielleicht vorbeischauen. Einfach nur, damit wir so ein paar Klimakids ärgern. Zum Glück sind wir keine Kärntner. Nein, wir sind keine VW-Fahrer, weil die treffen sich ja jetzt dann in Zukunft in Wolfsburg. Wolfsburg ist nämlich ein anderer Luftraum als Österreich, da ist es dann wieder wurscht mit dem CO2. Wobei offiziell hat man ja beim GTI-Treffen zurückgerudert und hat ja festgestellt, man hat ja nur wegen der vielen Beschwerden das Treffen abgesagt, wegen Lärm und sonst was. Und das gab es seit 1982 und war da kein Problem, aber dieses Jahr war es dann doch nicht wie bei RTV verkündet, also RTV Regionalfernsehen, wegen CO2, Klimawandel und Co., sondern es war wegen der Beschwerden, natürlich. Nach bestem Wissen und Gewissen halt. Und ja, in Wolfsburg wird das anders sein, da sind Beschwerden eventuell wurscht. Alles gut. Und die Titelseiten, da war ja ganz reißerisch das Ende der Muscle-Cars, ne? Ja, aber das ist ja eh schon ewig und drei Tage vorhergesagt. Muscle-Cars sind ja eine Erfindung der 70er Jahre, ne? Und oder der späten 60er. Aber die Kubaner können damit noch ganz gut umgehen. Nein, weil die Kubaner fahren alte Autos aus den 40ern und 50ern und die teilweise auch schon russisch repariert. Das heißt, da ist nicht immer noch das Originalherz im Motorraum. Ja, das meine ich ja. Die können gut damit umgehen. Wissen Sie zu helfen? Reparieren wir heute noch. Versuch eine Glühbirne bei einem neuen Auto auszutauschen. Da brauchst du einen Mechaniker. Naja, Glühbirne grundsätzlich geht einmal nicht, weil heute haben ja eh schon alle LED und ähnliches. Sackrisch. Blendendes Zeug verbaut, da geht es ja gar nicht mehr so mit, wir erhalten da irgendein Bilux oder AH4 oder sonstige Sperre. Das Tolle ist, bei den Autos der Vorgeneration Elektromobilität hast du ja schon vorne in der Motorhaube einen Kühler umgelegt, dann hast du zwei Schläucherl oder drei gehabt, einen zum Nachfüllen von Öl, einen zum Nachfüllen von Kühlwasser und einen für die Scheibenwaschanlage, weil mehr war ja da eh nicht möglich. Ne? So, ich habe angekündigt, wir brauchen Red Bull. Die brauchst du zum Hackeln, oder? Nein, die brauche ich nicht zum Hackeln, aber das ist quasi, wenn man in der Früh durchmacht, der Energieschub und Schoki macht glücklich. Deswegen machen wir da Schoki. Dann kriegt man den Morgenkranz sozusagen weg. Na, den habe ich, wenn ich aufs Gericht muss, grundsätzlich ohnehin. Ja. Es gibt schon einen Haufen Graffitis, wo es Plündern schreiben, gell, mit so einem Waschbärenkopf drauf und drunter gemeinsam plündern. Ja, das sind dieselben Idioten, die quasi bis dato gesagt haben, wer nicht gegen die Arbeit revoltiert, die was unsere Aufkleber überkleben. Gewollt, ja.
Das sind die guten Menschen, die so sozial eingestellt sind, ja, und deswegen den anderen auf der Tasche liegen. Ja. Wie gesagt, ich habe noch Jobs, genau genommen zwei. Einer davon bei einem links-linken Kulturverein, also einem Betrieb, wo man Gesundheitsfaschismus und Sonstiges lernen kann, wo man heuchelt, kein Mensch ist illegal und fuck borders. Wenn du aber kein gültiges Ticket für die Veranstaltung hast, kommst du nicht rein. Also wie gesagt, mich kann das gesamte selbsternannte, sogenannte linke und antifaschistische Pack an meinem vermeintlich rechten Po an der Backe oder gerne auch dazwischen einmal herzlich lecken. Ich schaue mal so mal, wo die Hosenscheiße an meine Tür eintreten. Nein, kaputt machen sind die Herrschaften relativ gut. Ja, aber wenn man sie nicht sieht und findet, was? Ich wollte sagen, deswegen sind sie ja auch so große Fan der Maskenpflicht gewesen. Da sind sie nämlich nicht aufgefallen. Weil da haben sie sie austoben können. Mhm. Im Sinne von, huhu, ich bin vermummt. Wie gesagt, die haben ja schon immer gern am 1. Mai fremde Autos angezündet und Scheiben von Gewerbetreibenden eingeschlagen, sind politisch total korrekt und jetzt aktuell gerade sehr schockiert, weil sie ja gar nicht verstehen, warum die vielen in Österreich lebenden Vertretenen Türken mit und ohne Staatsbürgerschaft die falsche Fahne wehen. Mit der falschen Fahne wehen. Okay, das ist vielleicht einer. Beziehungsweise anders als wir einen harten Mann im eigenen Land, unter dessen Regierung sie nicht leben müssen, fordern, der sich nicht um Gendern, Regenbogen, Fahnderl und sonstige Sachen kümmert. Ja, ja. Aber ja, wie gesagt, ich habe ja erwähnt, ich hatte vor kurzem, sind wir jetzt zu, ich habe mir nur wurscht, bin ich draufgekommen, ich habe ja vor kurzem einen Prozess, wo ich wie gesagt mehrere Stunden anwesend sein durfte, einmal mehr ob meines Berufes, hinter mich gebracht. Da ging es um diese Glasscherben-Schnittaktion da am Hals, wo fast jemand ums Leben gekommen wäre. Wohlgemerkt, damit es da Tacheles gibt. Ich weiß, das dauert den Sehern dann wieder zu lang, ist mir aber wurscht. Also war der Krone-Zeitung-Bericht bei dir dabei, gell? Bei den Täter und Opfer handelt es sich bei beiden um deutschsprachig, gebürtig deutschsprachig, ohne Migrationshintergrund. Also da dürften beide Österreicher sein. Der Täter ist jetzt einmal zu 15 Jahren wegen versuchten Mordes verurteilt worden. Der Prozess war dahingehend recht spannend, dass der Richter gleich einmal all meine persönlichen Daten in Form einer PowerPoint-Präsentation auf einer Gerichtsleinwand für jeden Schöffen, jeden Beisitzenden, alle Medienvertreter und alle, die da sonst so da waren, schön leserlich vorgehalten hat. Ich habe ihn dann auf diesen Fauxpas hingewiesen und er hat gemeint, so werden wir keine Freunde. Ja, die Hauptsache, ich muss überall AGBs unterschreiben und den Datenschutz respektieren. Und bei Gericht, gerade, dass man es nicht nur auf den Innenhof projiziert hat, dass man es von außen auch noch lesen kann. Ja, ja. Aber wie gesagt, ich habe auch heute per Anruf erfahren, dass ich in 2 Tagen wieder zu Gericht geladen bin. Zeitnah hat man scheinbar nicht mehr geschafft. Ja, wie gesagt, Österreich schafft sich bekanntlich ab und ich halte es für, wie gesagt, ein vertrotteltes Land. Ich weiß, ihr redet schon wieder zu. Schaut es einfach aus, wenn es euch überfordert inhaltlich. Ja, dann hätten sie keinen Grund zum Lästern, das taugt mir nicht. Es stimmt auch wieder. Andererseits, nachdem ihr ja eh kein Sexualleben und keine Beschäftigung habt, schreibt zurück mal die Kommentare drunter, dann wissen wir wenigstens, dass das Video gesehen wurde. Weiterführend ist es eben so, dass es sich da eben um zwei deutschsprachige migrationsfreie, also gute Inländer handelt. Und ja, der Täter wird sich halt ein bisschen in den Arsch beißen, weil der hat, wie gesagt, wegen eines Mordversuchs jetzt einmal in erster Instanz 15 Jahre bekommen. In Deutschland gibt es den Fall eines Somali, glaube ich, war er, wobei das völlig wertfrei ist, wo der Mann herkommt. Der hat zwei deutsche Staatsbürger mit dem Messer
Ja, ich würde das ja gern anders ausdrücken, aber ich hätte mal gesagt massakriert. Und ist aufgrund der Tatsache, dass er da anscheinend laut psychiatrischem Gutachten in irgendeiner Form schon Herr seiner Sinne war, vom Gericht dann aber festgehalten wurde, dass er das nicht war, jetzt einfach einmal in der Form, ob dieses Verbrechens nicht verurteilt worden, sondern er kommt halt jetzt einmal in ein psychiatrisches Krankenhaus. Ja, man wird dann schauen, wie es weitergeht. Also vielleicht sieht man da ein bisschen so, wie die Justiz arbeitet. Wie gesagt, ich werde am Donnerstag da wieder hinkommen und ja, freue mich schon total drauf, einmal mehr unbezahlt meinen Schlaf zu opfern. Ja, du, das ist echt geil, einmal Krankenpfleger, Krankenschwester mit solchen Leuten alleine gelassen. Ich habe selbst abnorme Rechtsbrecher behüten müssen in der Klinik als Pfleger. Ja. Und das hat uns echt nicht getaugt. Da haben wir uns auch nur zu dritt reingetraut. Kein Polizeischutz, kein gar nichts bei uns da gewesen. Ich meine, wir sind ja dafür nicht ausgebildet, mit so einem umzugehen, weißt du? Mal niederspritzen, ja, das versuche ich einmal. Naja, gut, nachdem wir ja jetzt schon gehört haben, das in Planstellen bei der Polizei zu besetzen, keine körperliche Eignung mehr notwendig ist, bevor man dort die Ausbildung beginnt und auch kein Führerschein, hätte ich gesagt. Kompetentes Personal ist in Österreich generell ein bisschen schwierig. Ihr sagt, der Fachkräftemangel, ne? Damit habe ich jetzt wieder viel zu viel geredet. Ich hätte mir gesagt, wir zahlen da jetzt. Wir sehen, an den Kassen stehen tatsächlich noch Menschen an, die sich so wie wir selbst das Leben leisten können. Der Herr Wöginger hat also recht. Also man hält fest, eine kleine, nicht vollgepackte Tasche ist heute 55 Euro wert. Also im alten Geld, als dieses Land noch eine liberale Demokratie und keine Wahldemokratie mit einem Neutralitäts- und verfassungsaushöhlenden Politsystem inklusive Bundespräsidenten war, waren das 700 Schilling. Ja? Da hat man früher fast einen vollen Einkaufswagen gehabt. Aber nein, wir haben natürlich kein Teuerungsproblem. Und ja, ich habe mir tatsächlich inklusive 25% Rabattmarkerl von Sücher Schweizer Schokolade gegönnt. Also wirklich, ich bin ein Größeres vor dem Herrn. Da muss man natürlich sagen, was geht der Trottel also teuer einkaufen? Ja, so viel Gerät hat er auch. Deswegen macht er jetzt wieder Verdunklung. Und wir sind da jetzt einfach einmal raus. Und wenn er am Fahrt ist, kann er natürlich auch kommentieren, was er so glaubt, wie das mit der Teuerung so ist. Und wie gesagt, nochmal die Denksportaufgabe. Warum hat die Schweiz als kleines, im Herzen Europa gelegenes, alpines Land, das nicht vom Energiemarkt autark ist, eine Inflation von unter 3%? Und warum hat Österreich als etwas größeres, kleines, am Energiemarkt nicht autarkes Land eine Inflation von gut 10%? Kann das vielleicht damit zusammenhängen, dass die Schweiz nie Testweltmeisterland war? Sagen wir nicht schon 11%? Da waren wir, anscheinend ist es ein bisschen gefallen. Kann es vielleicht damit zusammenhängen, dass in diesen Zeiten wir Geld ausgegeben haben, um Betriebe zu animieren, ihre Mitarbeiter zu Hause zu lassen, die Produktion runterzufahren oder einzustellen? Kann es vielleicht sein, dass es daran liegt, dass wir als EU-Mitgliedsland einen Pharma-Knebelvertrag haben, immer noch Impfdosen zahlen zu müssen, obwohl wir sie nicht verimpfen und brauchen, und wir noch auf einer großen Charge abgelaufener, inzwischen umetikettierter und trotzdem wieder abgelaufener Impfdosen sitzen? Kann es sein, dass Österreich vielleicht wirklich ein korrupt und vertrotteltes Land ist? Das ist so meine abschließende Frage und in diesem Sinne ein Baba. Also
Ja, wir haben immer noch den 30. Mai. Der Roman und ich stärken uns jetzt. Das heißt, ich bekomme jetzt ein Frühstück. Bin inzwischen wieder in Beware Fashion unterwegs. Wir stehen beim Kohlpeter in Altenliefering. Ob der Schwurbler tauglich ist, weiß ich nicht. Der Roman weiß es auch nicht, aber wir hatten hier in der Nähe zu tun. Man sieht, da ist ein ganzer Pkw-Parkplatz und da vorne wäre ein zweiter. In den einen wächst die Hecke hinein, auf dem anderen stehen die von den klugen Österreichern abgestellten Rauen. Weil der Rauenständer, für den extra Parkplatz freigehalten ist, den muss man ja nicht nutzen. Ein vertrotteltes Volk. Keep your cool. Keep your cool. Man's got to know his limitations.